Zu diesem neuen Fairybox Unboxing Video. Die Fairybox ist voll mit schöner Naturkosmetik und gibt es im Monatsabo für, glaube ich, 19,90 €. In der Fairybox befinden sich Artikel von ganz bekannten Firmen, aber auch von neuen Startup-Firmen, die auf diese Weise ihr Produkt vorstellen. Auf der Rückseite dieses schönen Kärtchens stehen alle Produkte mit Beschreibung und Preis. Der Wert der Februarbox beträgt 58,09 €. Glückwunsch zu deiner Fairybox. Fühl dich gut und tu Gutes. In der Fairybox haben wir für dich das Beste an reiner, hochwertiger Naturkosmetik für Gesicht, Haar und Körper zusammengestellt. Fairybox steht für natürliche Schönheit und ist komplett tierversuchsfrei. Viel Spaß beim Entdecken und Testen wünscht dir dein Fairybox-Team. Sehr schön, dann mache ich mal das Kärtchen ab. Zu jedem Produkt, welches ich vorstelle, lese ich dann immer die Beschreibung vor. So sieht das Ganze aus. Das schöne Verpackungsmaterial aus Maisstärke. Macht unheimlich schöne Geräusche, werdet ihr gleich hören. Liegt wieder oben auf und zwischendrin und unten drunter. Info über die grünen Chips in der Fairybox. Die Verpackungschips Flopec Bio 8 sind ein aus natürlichen Rohstoffen gewonnenes umweltfreundliches Füllmaterial. Da es aus 100% Maisstärke und Wasser besteht, ist eine problemlose Entsorgung über die Biotonne oder den Kompost möglich. Be fancy, be fair.
Ist denn die nicht schön? Oh, ich liebe den Sound. Ach, aber noch öfter. In diesem Video. Gut, dann packe ich mal aus, ne? Jede Menge. So, da bin ich wieder. So ein bisschen viel Verpackungsmaterial oben drauf. Und dann legen wir mal los mit dem ersten schönen Produkt. Wie ein schönes Säckchen. So, was haben wir denn hier? Angel Minerals. Ein kleines Döschen drin und ein Kärtchen. Mini Lip Poppy Red. Lese ich gleich mal die Beschreibung auf dem Fairybox-Kärtchen vor. Echt süß, das Säckchen. Da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. So. So sieht das Döschen aus. Angel Minerals Mini Lip Poppy Red. Originalgröße 2 Gramm. Für zarte Lippen und einen echten Kussmund sorgt diese wundervolle Lippenpflege in dem wiederverwendbaren Glas. Poppy Red ist schön kräftig, gut pigmentiert, aber nicht aufdringlich. Die Farbe ist leicht mit dem Finger aufzutragen. Und das süße Tiegelchen passt perfekt in jede Handtasche. Und verbindliche Preisempfehlung 6,50 Euro. Sieht so aus. Kann ich jetzt leider nicht probieren. Duftet nach nichts. Finde ich ganz gut. Wirklich ein süßes kleines Glastägelchen. Ich bin gespannt, was noch drin. Massage.
Massagebalsam mit 18 Aktivpflanzen. Entspannung und Wohlbefinden. 88% Bio. Das Döschen raus. Weil ich weiß, dass das Tapping und Scratching sich ganz toll anhört. Mal den Text auf der Karte vor. Abhyanga Massagebalm. Der wundervolle Körperbalm wurde inspiriert von der Ayurveda, der indischen Heilkultur. Er ist auf Basis von Sesamöl und 18 verschiedenen Pflanzenextrakten formuliert, die für ihre positive Wirkung auf Körper und Geist bekannt sind. Abhyanga Massagebalm wirkt beruhigend und hält die Haut geschmeidig. Punkt. Genieße die entspannenden und nährenden Eigenschaften, während du dir in immer kreisenden Bewegungen eine kleine Massage gönnst. Geht natürlich auch bei einem anderen lieben Menschen. Genau. Originalgröße 50 Milliliter und verbindliche Preisempfehlung 9,99 Euro. Riecht Hammer. Mega. Natur. Pur. Natur pur. Boah. Also ins Gesicht werde ich es mir nicht tun, weil ich es nicht vertragen kann, wegen meiner Rosazea, aber am restlichen Körper würde ich das mal ausprobieren. Finde ich gut. Ich glaube, da ist auch noch eine Infobroschüre dabei. Da steht dann nochmal das Gleiche drauf. Steht noch, was ich ganz interessant finde, dass dieser Balm
in Frankreich handgefertigt wurde. Ecozert. Cool, finde ich wirklich toll. Hier steht noch, für alle Hauttypen geeignet, wirkt nährend und hat beruhigende Eigenschaften. Da bin ich echt mal gespannt. Cool. Oh, da haben wir auch wieder was ganz, ganz Wertvolles. Und zwar hatten wir da mal eine ganz, ganz wertvolle, glaube ich, ein Gesichtsfluid, eine Gesichtscreme. Ganz toll. Und zwar von Aromagarden. Aromagarden. Das ist diesmal eine Gold Mask. Eine Gold Mask. Anti-Aging. Anti-Aging. Purifying Clay. Detoxing. Tonifying and Harmonizes. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. So. Mal den Text dazu. Aromagarden Gold Mask. Originalgröße 50 ml. Perfekte Vorbereitung für dein Valentinstate. Dank dieser Maske gewinnt deine Haut wieder an Spannkraft, Elastizität und Geschmeidigkeit. Die grüne Tonerde aus der Provence enthält zahlreiche Mineralstoffe und Spurenelemente, die deine Haut reinigen, stärken und remineralisieren. Die cremige Textur wirkt wie eine Anti-Aging-Kur und schenkt deiner Haut einen leuchtenden Ton. Dazu verfeinert es die Poren mit Myrrheöl und aktiviert die Kollagenproduktion durch 24-karätige Goldpartikel. Tipp: einmal wöchentlich großzügig auf das Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. Nach 10 bis 20 Minuten mit Warmwasser abnehmen. Unverbindliche Preisempfehlung. 38,60 €. Ich glaube, diese Gesichtscreme, das war schon eher wie so ein Fluid. Auch eine großzügige Flasche kostete irgendwas über 50 €. Ich meine 58, super wertvoll. Fühlt die sich auch bombastisch an. Wow. Oh. Na, ist das mal nicht ein tolles Glasdöschen? Toll, ne? Macht auch noch optisch was her.
richtig schön frisch, aber unaufdringlich. Ganz, ganz toll, ehrlich. Das ist was richtig Gutes, glaube ich. Es riecht schon sehr, ja, wertvoll. Kann ich gar nicht so wiedergeben. Toll. Sehr schön, da freue ich mich. Wir sind noch nicht fertig, da ist noch was drin. Aber noch mal einmal knistern. So schöne Verpackungen, die so tolle Sounds machen. Aber das ist eine basische Edelsteinseife. Super toll. Aber die Firma, der Name dieser Seife ist auf Französisch, glaube ich. Glaube ich. Und kann ich gar nicht aussprechen. Michel Drostlon, also geschrieben Michael Droste minus Laux. Drostlon. Ich passe. Schreib mir mal bitte in den Kommentaren, wie man das ausspricht. Dankeschön. So, die Beschreibung zu dieser basischen Edelsteinseife lese ich euch mal eben vor. Michael Droste Laux. Also Michel und so weiter. Basische Edelsteinseife. Reisegröße 20 Gramm. Die basische Edelsteinseife mit Zirbenöl folgt dem Gedanken einer minimalistischen Lebensweise bei einem Maximum an Lebensqualität. Zirben, Nachtkerzen und Olivenöl in harmonischer Abstimmung mit Rügener Heilerde. Wow! Weizenproteinen, Silizium und machen diese luxuriöse Seife zu einem Erlebnis für Gesicht und Körper. Unverbindliche Preisempfehlung
3 Euro. Optimaler basischer pH-Wert von 7,4. Na denn. Gut. Aber die müsste ich ganz aufreißen, die Packung. Das kann man nicht so schön, oder? Sehr gut. Boah, riecht toll. Das ist ja von meiner Mutter. Die hat früher immer, ich weiß nicht, ob sie es heute noch macht, müsste ich sie mal fragen, überall im Kleiderschrank zwischen ihrer Wäsche, also alles, was so aufgefaltet war, immer wohlduftende Seife dazwischen geschoben. Da war ich noch ein kleiner Stüppel. Das weiß ich noch. Schön. Freue ich mich. Zu dieser Edelsteinseife. Gibt es denn auch nochmal nochmal sehr schön beschrieben. Zirbelöl, Olivenöl, Rügenheilerde, Weizenprotein, Nachtkerze, Silizium, Aquamarin, Bergkristall und Rosenquarz, Seifenkraut. Ganz viele tolle Sachen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Das war's von der Fairybox. Waren wieder tolle Produkte mit dabei. Welches hat dir denn am besten gefallen? Schreib mir das mal bitte in die Kommentare. Nach oben, wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Abo-Button, wenn ihr mehr von mir sehen möchtet. Okay?
würde sagen,